Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Netflix by the dip. Es gibt die Aktie jetzt etwas günstiger zu haben als noch gestern im Handel. Vorbörslich momentan 8% gut im Minus, war auch schon mal zwischendrin ein bisschen mehr. Was ist passiert? Es gab gestern neue Quartalszahlen, die haben enttäuscht und nun wird die Aktie abgestraft. Interessant, vor allem für jene, die schon länger den steigenden Aktienkursen hinterher schauen. Deshalb nun eben die Frage, ob wir eine günstige Kaufgelegenheit haben oder nicht. Hier bin ich schon in der Aktienbewertung. Ich habe mir das Ganze natürlich schon mal angeschaut. Mein Name ist Thorsten Tiet und hier geht es ums langfristige Investieren. Ich werde dir übrigens auch gleich zeigen, dass Netflix ein hervorragendes Langfristinvestment bisher gewesen ist, was das Ganze natürlich noch interessanter macht. Zunächst aber mal, was gibt's Neues hier von der Quartalsfront? Bezüglich Netflix eine kleine Enttäuschung, nämlich die Anzahl der neuen Abonnenten liegt bei 4 Millionen und nicht bei 6 Millionen, wie das Management doch vor kurzem noch meinte. Ursachen sind vorgezogenes Wachstum durch Corona. Ja klar, Netflix, Corona-Gewinner, alle bleiben zu Hause, flätzen sich auf dem Sofa rum und gucken Fernsehen. Da lineares Fernsehen out ist und Streaming in, gab es halt neue Abonnenten en masse für Netflix, werden wir auch noch gleich sehen. Die neuen Abonnenten können allerdings jetzt nicht mehr Abonnenten werden. Sie sind ja schon Abonnenten. Da ein kleines Problem. Das heißt, das waren die vorgezogenen Abonnenten und es hat jetzt die Enttäuschung. Ein anderer Grund, und da das ist negativ bezüglich Corona für Netflix, sind die Produktionsausfälle. Das heißt, das Angebot ist nicht ganz so interessant momentan angeblich. Ich bin auch Netflix-Kunde, aber ich gucke nicht so oft Netflix. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Ich finde immer noch was, wenn ich mal was gucken möchte. Aber das Management sagt, ja, momentan haben wir halt die Produktionsausfälle und deshalb ist das Angebot nicht ganz so attraktiv. Soll sich aber im zweiten Halbjahr dieses Geschäftsjahres verbessern. Und dann hätten wir aber Kehrseite dieser Produktionsausfälle, steigende Gewinne und steigende Cashflows, weil eben weniger Geld ausgegeben werden muss, haben sie halt weniger Kosten. Aber das würde ich jetzt nicht überbewerten. Das ist eben was, eine künstliche Geschichte. Der Markt hat das Ganze auch mehr oder weniger ignoriert, hat das Augenmerk auf der Anzahl der Abonnenten gehabt. Positiv jedenfalls nochmal, dass der Umsatz pro Abonnent sich erhöht hat um ungefähr 5% Jahr auf Jahr Vergleich. Und das heißt, in Deutschland kann ich mich erinnern, habe ich auch eine Mail gekriegt von Netflix, dass sie die Preise erhöht hätten, ist definitiv ein gutes Zeichen, auch vor dem Hintergrund, dass es ja Konkurrenz gibt, Disney, Amazon. Und das gucken wir uns auch nochmal ganz kurz an. Das Management übrigens meint, dass diese Konkurrenz nicht ein größeres Problem sei. Es scheint also so zu sein, als ob es da eine Koexistenz gibt. Das heißt, viele Abonnenten haben nicht entweder oder, sondern sowohl als auch, also mehrere Streaming-Anbieter. Gucken wir uns mal Netflix hier im Aktienfinder ein bisschen an, mit was wir es hier nochmal zu tun haben. Wir sehen hier schon schön steigende Gewinne, allerdings lange Zeit bis vor kurzem negative Cashflows. Hat damit zu tun, dass Produktionen sofort Geld kosten, aber dann erst abgeschrieben werden über die Dauer, in der diese Produktion eben Geld einspielen soll. Das heißt, schlägt nicht voll auf den Gewinn durch, jedenfalls nicht sofort auf den Gewinn durch. Deshalb positive Gewinne, negative Cashflows. Aber die Cashflows, da hat man die Kurve gekriegt vor kurzem. Man ist nun auch Cashflow-positiv, Free-Cashflow-positiv auch. Und das Management ist zuversichtlich, dass es ein dauerhafter Zustand werden wird. Wir sehen hier die steigenden Margen jetzt, sehr schön, schon seit einigen Jahren, seit 2017, sind nochmal etwas stärker gestiegen durch Corona, auch im Zug der Produktionsausfälle, sondern auch weiter steigen und steigen sollen auch die Umsätze. Prima, also so insofern alles schön. Ich hatte kurz die negativen Cashflows angesprochen, was dazu geführt hat, dass wir höhere Schulden hatten längere Zeit. Hier geht die Schuldenquote nach oben und zwar ist die gestiegen von unter 10% auf knapp 50% innerhalb weniger Jahre. Hier siehst du die absolute Höhe der Schulden, die gestiegen sind. Das sind zu verzinsende Schulden übrigens. Und jetzt hier die jüngste Entwicklung, aber die Schuldenquote wieder leicht gesunken, hat natürlich mit dem freien Cashflow zu tun, der positiv ist. Sieht man auch wunderbar hier
anhand der Tilgungskraft, die in diesem Fall 1 zu 1 dem freien Cashflow entspricht, weil keine Dividende ausgeschüttet wird. Also summa summarum, was wir hier sehen, ist alles sehr positiv. Ich möchte jetzt mal auf eine kleine Tapete gehen, die ich gezeichnet habe, beziehungsweise hier in dem Excel ein Diagramm, um dir einen besseren Eindruck zu vermitteln, was es mit diesen Subscribern, mit der Enttäuschung der neu hinzugekommenen Abonnenten zu tun hat. Wir haben hier grün Disney, rot Netflix, rot ist ja Netflix. Und du siehst, hier sind wir, der März 2021, sind also schon alles jetzt aktuelle Zahlen. Und wir haben hier die Corona-Auswirkungen, hier mal knapp 16 Millionen neu hinzugekommene Abonnenten. Das ist also nicht die Anzahl insgesamt der Abonnenten, sondern die, die neu hinzugekommen sind, Quartal auf Quartal jeweils. Und hier diese Linie, dann die prozentuale Steigerung an den gesamten Abonnenten. Quartal auf Quartal, wohl bemerkt. Und momentan eben die, in Anführungszeichen, nur knapp 4 Millionen neuen Abonnenten. Und das soll laut Management noch nach unten gehen auf ungefähr 1 Million neue Abonnenten. Das wäre fast ein Allzeittief. Hier hatten wir schon mal im Vorjahres März, war auch ein sehr schlechter Monat. Also ist also nichts komplett Neues. Und danach soll es wieder nach oben gehen, weil die Produktionen interessanter werden und dann dieser Vorzieheffekt durch Corona verpufft ist. Was ich jetzt hier interessant finde, das ist, wenn wir uns Disney angucken, die sind noch nicht so lange am Markt wie Netflix, die schon seit ungefähr 10 Jahren streamen. Die haben also jetzt erstmal mehr Abonnenten hinzugewonnen, aber okay, das ist halt so, weil die nicht so lange am Markt sind, will ich nicht überbewerten. Was ich interessant finde jedenfalls, das ist, dass wir hier die parallele Entwicklungen haben. Das heißt, auch Disney hat jetzt weniger Abonnenten als im Vorquartal, genauso wie es auch bei Netflix ist. Und die Anzahl der neu hinzugewonnenen Abonnenten soll auch bei Disney sinken, genauso wie es auch bei Netflix sinken soll. Und dann soll es auch bei beiden wieder aufwärts gehen. Das spricht auch für die These, dass es eine Koexistenz mehrerer Streaming-Anbieter geben kann. Also das wäre so the big picture nochmal bezüglich der Anzahl der Abonnenten. Kämen wir jetzt zu der alles entscheidenden Frage bei The Dip, beziehungsweise zur Antwort, einer möglichen Antwort, und die ist hier in der Bewertung verborgen. Wir sehen hier vielleicht nochmal, was wir bei Netflix oder mit Netflix ein sehr lukratives Investment haben. Wenn wir uns mal hier die langfristigen Renditen anschauen, 43% jährliche Rendite, obwohl es ganz am Anfang noch nicht so toll ausgesehen hat unbedingt. Seht ihr hier, hat Netflix von 2003 bis 2008, da gab es keine Outperformance. Das Ganze ist erst später passiert. Wenn man den Zeitraum kürzt, hat man entsprechend noch ein bisschen höhere Rendite, 46%. So, dann gucken wir uns jetzt aber mal die Bewertung an. Dafür zoomen wir ein bisschen rein und konzentrieren uns auf die wesentlichen fundamentalen Kennzahlen. Und da habe ich mir den bereinigten Gewinn ausgesucht, der operative Cashflow. Der ist ja relativ unzuverlässig, beziehungsweise hat erst vor kurzem die Kurve gekriegt. Dividende wird keine ausgeschüttet. Interessant, wenn man da ein bisschen näher reinzoomt, dann auch nochmal die unterschiedlichen KGVs. Insbesondere hier, weil der Gewinn noch sehr niedrig war, führen die zu sehr hohen KGVs, zu hoch, um für die Bewertung, wie ich finde, nutzbar zu sein. Das heißt, wir haben hier ein KGV auf 10-Jahres-Sicht im Durchschnitt von 78, basierend auf dem bereinigten Gewinn. Und da würde ich doch jetzt drastisch kürzen auf die letzten 2 Geschäftsjahre, also hier. Und dann geht das durchschnittliche Multiple deutlich nach unten auf 63, knapp 64. Dann kann ich mir auch erlauben, hier mal etwas reinzuzoomen, sogar noch mehr reinzuzoomen. Und ja, dann legen wir mal den Fernwert drüber. Nein, den anderen, den hier. Und dann sieht man, dass wir momentan, das ist jetzt noch der Schlusskurs der US-Börse von gestern, eine Aktie haben, die fair bewertet wäre. Das ist also, wir sind also genau am fairen Wert, sieht man auch hier oder relativ nah dran. Aktuelle KGV 66 und der Schnitt jetzt der letzten 1,5-2 Jahre bei ungefähr 64. Wachstumsraten haben wir hier so für die nächsten 3 Jahre so gemittelt um die oder knapp an die 40% im Jahr, sodass das nicht ganz außer Luft gegriffen scheint.
Und es ist ja ein relativ sicheres Geschäftsmodell, würde ich jetzt mal behaupten, mit dem Streamen, so dass wir hier tatsächlich argumentieren können, dass höhere KGVs gerechtfertigt seien. Renditeerwartung wäre jetzt interessant, da blenden wir mal die Hilfskurse ein. Jetzt sollen ja sollte ja der Aktienkurs ein bisschen tiefer starten, also vielleicht hier bei 497 und nicht bei 550 Dollar. Müssen wir mal gucken, 530, wie hier momentan im vorbörslichen Handel. Also nehmen wir mal die 497, passt relativ gut. Da hätten wir eine Renditeerwartung fürs laufende Geschäft von 47% fürs laufende Geschäftsjahr aufs Jahr und dann noch ein Geschäftsjahr drauf. Dann wären wir hier bei 38%. Das ist schon ordentlich und durchaus lukrativ, denke ich, für denjenigen, der an Netflix, an das Geschäftsmodell glaubt und bislang immer hinterher schauen durfte, so wie ich auch. Falls du ein bisschen skeptischer bist, kannst du das Ganze ja anpassen. Dann könntest du ja auch sagen, nee, ich möchte die Aktien noch tiefer kaufen oder du kannst auch das KGV nach unten korrigieren, auch relativ drastisch, zum Beispiel auf 50. Da wäre der faire Wert hier nochmal deutlich niedriger. Dann könntest du hier mal gucken, hier bei 470 US-Dollar kämst du auf 23% Rendite. Wäre also immer noch ganz okay, wobei ich hier jetzt einen anderen Preis gewählt habe, weil es die 493 nicht zur Verfügung standen. Aber es bleibt dabei. Also ich sehe Netflix positiv. Ich bin momentan noch nicht investiert, werde mir wahrscheinlich ein Kauflimit setzen. Dadurch, dass die Anzahl der Subscriber ja nochmal nach unten gehen soll, weiterhin würde ich jetzt mal nicht mit einer sehr schnellen Erholung rechnen. Vielleicht, wenn man Glück hat, geht es die nächsten Tage nochmal ein bisschen nach unten. Wir haben ja sowieso schon hier eine längere Seitwärtsbewegung. Jetzt haben wir nochmal schlechte Nachrichten. Jetzt könnte es also sein, dass die Aktie doch nochmal ein bisschen nach unten geht. Also ich habe mir vorgenommen, hier mal, habe ich schon getan, ein Kauflimit zu setzen bei 450 US-Dollar. Gucke ich mir das Ganze mal an. Ich meine, Gott sei Dank bin ich ja schon relativ gut investiert. Das heißt, ich muss jetzt nicht unbedingt noch eine Aktie ins Depot legen. Gut, ich denke, das soll es mal gewesen sein. Mich würde jetzt interessieren, wie du das siehst. Du kannst gerne einen Kommentar unten verfassen. Können ja auch gerne ein bisschen diskutieren. Ist, wie ich finde, wirklich eine interessante Aktie, die einen zweiten Blick lohnt. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.